dass da was Gutes bei rauskommt. So mit Behutsamkeit oder Glück. Und Haltbarkeit. Haltbarkeit und Glück. Das ist doch schon mal gut. Wenn wir Diamanten finden, dann sammeln wir die damit ein. Aber bis dahin... Ja, komm doch. Die nehmen wir einfach mal mit. Zack. Damit wir sie auf jeden Fall bei haben. Und dann rennen wir jetzt mal los. Und ich überlege gerade... Wäre das sinnvoll, wenn man jetzt hier drinnen so eine Kuhfarm macht? Also nicht hier, hier unten ist ja, hier ist ja das Lager. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber wir können mal gucken, wie wir von oben jetzt am besten die Treppe runtersetzen. Das weiß ich ja immer noch nicht. Ich habe mir auch noch nicht wirklich Gedanken darüber gemacht. Weil ich einfach mal ein Noob bin. So. Und es, ich habe mir das eigentlich so schon fast gedacht, dass man hier dann die Treppe runter macht. Aber hier geht es auch wieder in diesen Raum rein. Ich meine, man könnte es auch alles offenlegen. Hier hinten wird das Haus dann eigentlich nochmal erweitert, aber das ist denn jetzt der Balkon. Es könnte sein, dass wir den Balkon abreißen müssen. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Hier ist diese Treppe. Wie wär's denn? Na, wir können es ja mal probieren. Ah, die muss ja nicht mal so breit sein. Die können wir ja ruhig ein bisschen schmaler machen. Wo kommen wir denn hier raus? Direkt im Lager. Na, das wäre doch optimal. So, hier geht es dann runter. Wir machen das erstmal so. Hier haben wir das Holz. Ja, das ist schwierig. Ich mache das mal am besten von oben. Notfalls müssen wir das Lager verbreitern, aber es ist ja kein Problem. Da sind wir ja relativ flexibel drin. Stein. So. Jetzt habe ich natürlich die Axt wieder weggepackt. Immer das Wichtige. Nee. Das hier kommt dann alles weg. Und das ist das hier. Ah, ich glaube, das ist eine Treppe, oder? Oh, haben wir ein Glück. Das ist ja optimal, Mensch. Optimal. So. Nehmen wir mal hier eine Seite. So. So. Müssen wir hier nochmal eins rausreißen. Und dann wird es da unten wahrscheinlich ziemlich enge. Aber ihr wisst, eng ist nicht immer was Schlechtes. Verbreitern war das Lager eben. So, dann kommt man nämlich hier auf der Seite runter. Und auf der anderen Seite brauchen wir das zum Beispiel gar nicht. Müssen wir das nur angleichen. Soweit meine Vermutung. Genau weiß ich das auch noch nicht. Aha. Machen wir mal Erde ran. Hier ein paar Steine, so. Dann kommst du hier runter. Und so. Und dann kommst du hier hoch und runter. Je nachdem, wie es dir beliebt. Holz hier muss dann weg. Das können wir dann wieder an einen anderen Stein. Das kann das. Nee, ist richtig so. Ist richtig so. So.
da oben kommt dann Holz rein. Nee, komm, wir machen hier Stein rein. So. Hier kommt dann auch wieder Stein hin. Davon haben wir ja genug. So. Das Holz kommt auf jeden Fall noch raus. So. Ich denke mal, wir können die Treppe dann noch ein bisschen breiter machen. Die muss ja nur nicht ganz so schmal sein. Weil ich meine, es soll ja schon ein starker Auftritt werden. Aber hier muss man jetzt wirklich aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie... Das wird, glaube ich, eine Treppe sein. Nein, das ist auch keine Treppe. Oh, haben wir ein Glück? Haben wir ein Glück, dass das hier so gut passt? Das ist wirklich Glück. Das ist jetzt nicht irgendwie hier ausgerechnet oder so. Aber an irgendeiner Stelle wird es wahrscheinlich wieder nicht passen. Ich sehe es schon kommen. So. Nein. So. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn wir die Bäume mit einer Glücksspitzhacke fällen? Okay, ist totaler Bullshit, weil es übelst lange dauert. Aber theoretisch müssten wir ja denn mehr rauskriegen. Zumindest theoretisch. Aber gut, schauen wir mal. So, hier kommt dann noch eine Treppe runter. Hier, nein. So. So. Dann muss das Ganze sowieso hier vier breit gemacht werden. Da ist die Fackel im Weg. So, dann mache ich vier. So. So. Und so, dann haben wir hier eine dicke Treppe nach unten. Das hier muss dann alles weg. Und das hier ist aber Treppe. Auch nicht. Mann, wir gehen ganz schön verschwenderisch mit unseren Materialien um, habe ich das Gefühl. So. Aber das hier wird Treppe sein. Nein, aber das. Das ist auf jeden Fall Treppe. Gut. Die Treppe hier muss also bleiben. Das ist schon mal klar. Ich denke jetzt einfach mal laut. Das heißt, wir müssen hier Holzwände reinmachen. Damit das nicht ganz so scheiße aussieht. Entschuldigung, dass ich jetzt Scheiße gesagt habe. Ich werde mich bessern, damit es nicht so behindert aussieht. So. Dann geht das Ganze bis hier. Und, hier habe ich gerade einen Baufehler, sehe ich gerade. So. Jetzt meinen ganzen Kram hier nebenbei noch einsammeln. So. Und dann die Erde weg. Die Erde wieder hin. Verdammt. So. Und dann führt hier eine epische Treppe zur nächsten. Das kommt hier dann alles raus. Ja, ist jetzt doof hier. Aber gut, da lassen wir uns was anderes einfallen. Jetzt führt hier nun mal diese Treppe runter, ja? Versteht da? Das kommt auch noch weg. So. Und so. Und
So. Außer wir nehmen hier Holztreppen. Ach, ich weiß es doch auch nicht. Das ist mir aber auch zu niedrig. Wir müssen einen höher. Das wird auf jeden Fall sehr lustig hier. Das reißen wir jetzt erstmal alles ab hier. Was kommt denn weg? Denkprozess gestartet. Na ja, komm. Wir nehmen einen Baum, mache ich jetzt hier kein Fass auf. So. Die Erde kommt auch wieder weg. So, und hier kommt ja dann überall Holz rein. Ab hier. Aber hier ist auch wieder die Wand. Oh. Okay. Das bleibt so. Aber was wäre, wenn wir die nur drei breit machen? Nee. Sieht ja auch kacke aus dann. Also sieht nicht kacke aus, aber es wurde halt... Ja komm, wir machen das jetzt einfach. Wir machen das so. Dann wird die halt drei breit. Was ja eigentlich so für mich sowieso die ganz normale Breite ist, die ich überall benutze. Halt, das war falsch. So. Ja, ja, schwierig, schwierig. Okay, aber wir schaffen das. Wir schaffen es so. Erde. Treppe. Treppe. So. Dann können wir hier nämlich überall Stein reinmachen. Hoffe ich. Also eigentlich schon. Uneigentlich auch. Gut, dass wir so viele Steine haben. Dann machen wir das vielleicht so. So. Hier geht es dann komplett hoch. Genau. So. So. Bis hier. Okay, jetzt müssen wir uns doch eine neue Axt machen. Haben wir eigentlich noch Sticks? Oder haben wir die jetzt alle verballert? Sticks. Sticks, 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 Sticks. Sticks. Haben wir nicht. Sehr gut. Dann müssen wir mal ein bisschen Holz opfern. So. Genau. So. Machen wir gleich mal zwei. Die Holztreppen brauchen wir auch erstmal nicht. Oh, ich bin gerade mega ruhig. Das ist schlimm. Ich bin gerade so hoch konzentriert wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Das ist 2 Folgen her. Aber ist egal. Gut. Es fehlt, das ist eigentlich unnötig hier. Dann machen wir das einfach so. Und so. Ich würde sagen, das lassen wir erstmal offen. Also erstmal, bis mir dazu was Besseres eingefallen ist. So. Hier oben kommt ja dann... Oh, wir haben noch Eichenholz bei. Hier oben kommt ja dann dieses Holz mit rein. So. Ah, hier sind die Treppen. Also müssen wir das Ganze doch nochmal einen breiter machen. Obwohl ich schon eine andere Idee habe. Nein! Ich habe eine andere Idee. Dazu müssen wir dann unsere guten
unser gutes Holz hier, wovon wir so viel haben, leider, das wird nicht reichen. So, aber die Treppen werden reichen. Machen wir das einfach so. Und dann kommen wir hier und quetschen uns hier rein. Wo ist unsere Axt? Hier. Da füllen wir dann Erde rein. Machen dann die Treppen, die können wir hier eigentlich so rumfüllen. Jetzt fehlt uns eine Treppe. Toll. Geil. Eine Treppe fehlt. Ich hoffe, ihr seid stolz auf euch. Das Holz kommt hier noch raus, auf jeden Fall so. Und dann kommt ja hier theoretisch kein Stein. Boah, ruckelt das gerade krass. Okay. Was ist jetzt hier los? Ich bin jetzt bei 8, 30, 15, 17, 16 FPS. Das ist ja der Wahnsinn. Okay. Gut, ich würde sagen, an der Stelle können wir auch mal die Aufnahme beenden. Oh, das ist krass gerade. Ich würde sagen, diesmal beenden wir die Folge hier. Also die Aufnahme. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis denne und tschaußen.